Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wenn Sie beten und Gott suchen, wird er zu Ihnen sprechen. Vielleicht haben Sie das Gefühl, nichts von Gott zu hören, dann fangen Sie an, in der Bibel zu lesen. Der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft, die sich auf das Wort Gottes gründet. Wenn Sie die Bibel studieren, werden Sie beginnen, Gottes Stimme zu hören. In Psalm 27, Vers 4 heißt es: Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Trachten ist ein sehr starkes Wort. Es bedeutet, nach etwas zu streben, etwas zu suchen und mit aller Macht zu verfolgen. Wonach sucht ihr in eurem Leben? Sucht ihr eifrig nach Gott? Oder pflegt ihr nur eine routinemäßige Beziehung mit ihm? Ist er das Wichtigste in eurem Leben oder seht ihr ihn eher als nebensächlich an? Gehört er nur zu eurem Sonntag oder auch zu eurem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag? Gewährt ihr ihm nur Zutritt zu bestimmten Bereichen eures Lebens oder ist euer gesamtes Leben zugänglich für ihn? Darf er bei euren Finanzen mitreden? Darf er euch bei eurem Unterhaltungsprogramm stören? Erlaubt ihr ihm, mit euch über die Art von Freunden zu sprechen, die ihr habt? Oder über die Art und Weise, wie ihr redet, wie ihr denkt oder euch kleidet? Ich glaube, wir müssen Gott an jedem Bereich unseres Lebens teilhaben lassen. Wir können eine innige Beziehung zu Gott haben. Wir können enge Gemeinschaft mit ihm haben. Ich hoffe, ihr versteht, wie großartig das ist. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, mit einer prominenten Person, die ihr bewundert, eine enge Beziehung aufzubauen, wärt ihr begeistert. Ich meine, ich bin nicht besonders wichtig, aber trotzdem stehen die Leute 3 Stunden lang an, damit ich ein Buch für sie signiere. Das würde ich nie tun. Und ebenso wenig würde ich mich stundenlang anstellen, um ein Foto mit mir zu schießen oder mir die Hand zu schütteln. Doch sobald ihr den Menschen helft, lieben sie euch und wollen euch treffen. Aber wenn wir für einen Menschen bereits solche Mühen in Kauf nehmen, was sollten wir dann erst für Gott tun? Ich meine, stellt sich jemand an und wartet auf ein Treffen mit Gott? Die gute Nachricht ist, dass wir eine enge, innige Gemeinschaft mit ihm haben können. Wir müssten nicht einmal in ein besonders dekoriertes Gebäude namens Kirche gehen, um Gott zu begegnen. Er lebt in eurem Inneren und ihr könnt immer und überall mit ihm zusammen sein und über alles mit ihm reden. Er will, dass ihr ihm nahe seid. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn, alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Nichts ist so wunderbar wie die Gegenwart Gottes. Deshalb liebe ich die Atmosphäre auf diesen Veranstaltungen so sehr. Der Segen der Gegenwart Gottes ist hier. Wer von euch spürt den Unterschied zwischen der Atmosphäre hier und derjenigen, die bei einer Streitigkeit an eurem Arbeitsplatz herrscht? Hier ist keine Anspannung, sondern Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dieser Vers aus Psalm 27, wie auch viele ähnliche Verse, zeigen mir, dass Gott unsere Schlachten schlagen wird, solange wir eine enge Beziehung mit ihm haben. Denn weiter heißt es: Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Wenn ich Gott leidenschaftlich und von ganzem Herzen suche und mein größter Wunsch darin besteht, in seiner Gegenwart zu leben, wird mein Haupt sich erheben. Über wen? Über meine Feinde. Wenn wir wissen, dass Gott uns liebt, sind wir mehr als Überwinder. Wir sollten Gemeinschaft mit Gott pflegen und in seiner Liebe leben. Mein heutiger Vortrag basiert auf 2. Chronik 20 und heißt: Lass Gott für dich kämpfen. Lasst uns die Stelle aufschlagen. Ich bin sicher, wir alle würden gerne nach Hause gehen mit dem Wissen: Gott sei Dank muss ich diesen Kampf nicht mehr kämpfen. Das wird Gott für mich tun. Ich kann mich einfach ausruhen und mein Leben genießen, während er für mich kämpft. Wir beginnen mit Vers 1 und enden bei Vers 27. Mit diesem Abschnitt werden wir uns ausführlich beschäftigen. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Meunitern zum Kampf gegen Josaphat. Viele der Feinde im Alten Testament hatten Namen, die auf Iter endeten.
und wir haben unsere eigenen Iter. Für euch sind es vielleicht die Armuts-Iter, die Krankheits-Iter, die Menschen-Iter, die Vergangenheits-Iter, die mürrischen Nachbarn-Iter, die schwierigen Chefs-Iter. Die Verwirrungs-Iter, die Einsamkeits-Iter und so weiter und so weiter. Was sollen wir tun, wenn wir ein Problem haben? Lasst uns heute aus dieser wunderbaren Begebenheit aus dem zweiten Buch der Chronik lernen. Da steckt so viel drin. Und man kam und berichtete, Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres von Aram. Und siehe, sie sind schon in, wo immer das sein mag, En-Gedi. Sie sind also da. Das ist meine Art, damit umzugehen. Bevor ich es falsch ausspreche, sage ich einfach, sie sind da. Manche von euch können das auch nicht aussprechen. Ich bin nur mutig genug, hier oben zu stehen und es zuzugeben. Es zog also ein großes Heer gegen ihn ins Feld und Josaphat erfuhr davon. Da fürchtete sich Josaphat. Eine ganz natürliche Reaktion. Furcht ist immer das Erste, was wir verspüren, wenn wir schlechte Nachrichten bekommen. Findet ihr das auch? Aber nur weil wir Furcht verspüren, bedeutet das nicht, dass wir uns der Furcht beugen oder in Furcht leben müssen. Furcht ist ein Gefühl, aber ihr müsst euch nicht davon beherrschen lassen. Furcht ist ein Geist, der ein Gefühl in euch hervorruft, aber dieses Gefühl ist nicht von Gott. Die Furcht bewirkt, dass ihr wie gelähmt seid oder rückwärts geht. Sie hält euch davon ab, Fortschritte zu machen, aber Gott will, dass wir unseren Blick auf ihn gerichtet halten und vorwärts gehen, auch wenn wir es furchtsam tun müssen. Daraus könnte man einen eigenen Vortrag machen. Denkt einfach daran, dass das Gefühl der Furcht nichts Unnormales ist. Wir alle kennen das Gefühl der Furcht, aber das bedeutet nicht, dass wir furchtsam sein müssen. Ihr könnt Furcht verspüren, aber trotzdem nicht furchtsam sein. Ich will, dass ihr das versteht. Ihr könnt Angst haben, ohne auf diese Angst zu reagieren. Ihr könnt Angst haben und trotzdem im Glauben vorwärts gehen. Ihr müsst euch allerdings mit der Angst befassen. Ihr solltet etwas dagegen unternehmen. Josaphat tat das Richtige. Da fürchtete sich Josaphat. Und wenn wir das lernen, was er als Nächstes tat, ist uns der Erfolg sicher. Und richtete sein Angesicht entschlossen und aus einem grundlegenden Bedürfnis heraus darauf, den Herrn zu suchen, und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Er suchte also nicht seine Freunde auf, er beschloss, den Herrn zu suchen. Ich bitte euch heute, eine Entscheidung zu treffen und euren Sinn richtig auszurichten. In Kolosser 3 heißt es, trefft eine Entscheidung und bleibt dabei. Das bedeutet, dass ihr euch bereits vorher entscheiden könnt, was ihr in einer bestimmten Situation tun werdet. Dann seid ihr darauf vorbereitet, das Richtige zu tun. Vor kurzem sprach ich mit Dave über seinen Sport. Er liebt Sport und spielt gern Golf. Ich fragte, wie würdest du damit zurechtkommen, wenn du eines Tages nicht mehr Golf spielen könntest? Jetzt hört, was er sagte. Ich habe einen weisen Ehemann. Er sagte, ich habe bereits beschlossen, nicht unglücklich zu sein, falls es je so weit kommen sollte. Wisst ihr, was manche Menschen tun würden? Sie denken schon heute, oh, ich weiß nicht, was ich tun werde, wenn ich einmal nicht mehr so richtig kann. Ich werde mich langweilen, ich werde unglücklich sein, das wird schlimm werden. Nein, ihr könnt heute schon die Entscheidung treffen, ruhig und gefasst zu bleiben, wenn ihr das nächste Mal ein Problem habt. Und sollte sich Furcht einschleichen, könnt ihr euch vornehmen, nicht emotional zu reagieren. Ihr könnt den Entschluss fassen, als Erstes Gott zu suchen, wenn Schwierigkeiten auftauchen, und ihn zu fragen, was er zu der Situation zu sagen hat. Wir brauchen uns nicht vor Schwierigkeiten zu fürchten. Gott ist auf unserer Seite. Ich habe gesagt, wir brauchen uns nicht vor Schwierigkeiten zu fürchten. Gott ist auf unserer Seite. Ich wiederhole nochmal, was ich bereits gesagt habe. Das ist vielleicht neu für euch. Und ich will, dass ihr es versteht. Ihr könnt euch schon vorher entscheiden, wie ihr in einer bestimmten Situation reagiert. In einem Jahr werden alle meine Kinder fort sein. Hast du einen Rat für mich? Oh, freut euch, endlich wird es wieder ruhig im Haus. Freut euch! Geht einkaufen. Gebt zur Abwechslung mal etwas Geld für euch selbst aus.
Ihr müsst nicht zulassen, dass euch so etwas zerstört. Sagt euch, das ist ein neuer Abschnitt in meinem Leben und ich werde ihn genießen. Der Teufel wird auf eurer Schulter sitzen und sagen: Er wird sagen, du wirst total verloren sein, wenn deine Kinder ausziehen. Du hast ihnen dein ganzes Leben gewidmet. Und jetzt ziehen sie in eine andere Stadt. Das eine Kind heiratet und das andere studiert und wahrscheinlich werden sie dich völlig vergessen. Dann sitzt du hier und hast kein Leben mehr. Das ist der Punkt, an dem ihr sagen müsst, Teufel, du bist ein Lügner. Das wird ein neuer Lebensabschnitt für mich sein und er wird spannend werden. Ihr könnt euren Sinn in jede Richtung ausrichten. Ihr könnt ihn auf Erfolg ausrichten. Ihr könnt ihn auf Niederlage ausrichten. Ich will, dass ihr euren Sinn in die richtige Richtung lenkt. Es bietet sich an, dies immer dann zu tun, wenn ihr Zeit mit Gott verbringt. Sagt ihm, was euch bewegt. Ruft das, was vorher nicht war, ins Dasein. Macht euch eine Liste. Dave und ich haben beide Listen mit unseren Anliegen. Darauf stehen die Menschen und die Dinge, für die wir beten. Eins eurer Bekenntnisse sollte lauten: Ich bin fest entschlossen, mich der Furcht nicht zu beugen, wenn Schwierigkeiten auftauchen und die Eater gegen mich ins Feld ziehen. Stattdessen werde ich als erstes Gott suchen. Denn Gott hat in jeder Situation eine Antwort für uns. Wir müssen sie nur herausfinden. Trefft eine Entscheidung und bleibt dabei. Josaphat richtete sein Angesicht aus einem grundlegenden Bedürfnis heraus auf den Herrn. Wenn ihr ins Krankenhaus kommt, prüft man als erstes die grundlegenden Körperfunktionen, um sicherzustellen, ob ihr nicht kurz vor dem Tod steht. Es gefällt mir, dass in der Amplified-Bibel immer wieder von den grundlegenden, lebensnotwendigen Dingen gesprochen wird. Es ist lebensnotwendig für uns, Gott zu suchen, denn wir können unsere Probleme nicht angemessen lösen, wenn wir Gottes Stimme nicht hören. Und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Sie verlangten von ganzem Herzen nach ihm. Sie sagten nicht, Gott, hilf mir. Sie hatten ein tiefes Verlangen nach ihm. Sie waren fest entschlossen, Gott zu suchen. Ich erinnere mich an eine Situation, als jemand meine Gefühle sehr verletzt hatte. Und ich wusste, dass ich ihm vergeben musste. Ich kenne das Wort Gottes gut genug und habe genug Erfahrung, um zu wissen, dass es das eigene Leben nur vergiftet, wenn man sich weigert zu vergeben. Es macht einen unglücklich. Es ist, als wäre man in einem Gefängnis. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, ist das eine Qual. Wer von euch stimmt mir zu, dass uns das quält? Es bewirkt nichts Gutes, wenn wir versuchen, uns zu rächen. Gott ist unser Verteidiger und wenn wir ihm vertrauen, wird er alles, was in unserem Leben falsch gelaufen ist, richtigstellen. Manchmal dauert es allerdings ein bisschen länger, als uns lieb ist. Gott will, dass wir für diese Menschen beten. Wir sollen dafür beten, dass sie gesegnet werden, mit Erkenntnis gesegnet werden. Wir sollen beten, dass Gott zu ihnen spricht und ihnen zeigt, welchen Anteil sie an der Situation haben. Aber bittet Gott auch, euch zu zeigen, wenn ihr etwas falsch gemacht habt. Denn oft sehen wir nur, was andere falsch machen. Wir sollten nicht nur beten, sondern auch vergeben. Das tun wir, indem wir uns bewusst dafür entscheiden, und uns dann weigern, schlecht über die entsprechende Person zu reden. Wir beten für sie und nach kurzer Zeit wird Gott unsere verletzten Gefühle heilen. Ich war also wütend und wusste, dass ich vergeben musste, aber ich wusste nicht, ob ich es schaffen würde. Ich will euch heute sagen, dass Gott uns die Kraft gibt, alles zu tun, was er uns aufträgt. Ihr müsst nur zu ihm gehen und bei ihm bleiben, bis ihr wisst, dass ihr es schafft. Ich ging also in mein Zimmer in unserem damaligen Haus und weiß noch, wie ich meine Bibel nahm, auf die Knie ging und sagte, Gott, ich werde nicht den ganzen Abend über wütend bleiben. Ich musste meine Einstellung in Ordnung bringen, bevor ich mein Zimmer verlassen konnte, denn Dave hätte sofort gemerkt, wenn ich ärgerlich gewesen wäre. Da ich nicht den ganzen Abend dort verbringen wollte, musste ich das irgendwie schaffen.
Ich ging also auf die Knie und sagte, ich werde diesen Raum nicht verlassen, bis du mir die Gnade schenkst, die ich brauche, um hinauszugehen und mit ihm zu reden. Ihr braucht nur ein paar Verse zum Thema Ärger zu lesen. Schlagt ein paar Bibelstellen über Vergebung nach. Nun kommt, das Wort Gottes hat Kraft und diese Kraft wird euch frei machen. Wenn wir es richtig machen, bleibt uns viel Elend erspart. Aber was tun wir stattdessen? Oft hängen wir uns ans Telefon und erzählen 3 oder 4 Leuten, wie ärgerlich wir sind und wiederholen die Geschichte immer und immer wieder. Dann spielen wir sie in unseren Gedanken noch x-mal durch und hören auf alles, was der Teufel dazu zu sagen hat. Das ist nicht das erste Mal, dass er das getan hat. Wenn du ihm einfach vergibst, wird er glauben, dass er damit durchkommt und es immer wieder tun. Das ist richtig und ich bin wirklich ärgerlich und ich werde ihm nicht vergeben. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ihr müsst lernen, dem Teufel zu widersprechen. Wer von euch glaubt, dass manchmal so ein Teufel um uns herumschwirrt? Oh, er sieht unglücklich aus. Ich beschloss, das Zimmer nicht zu verlassen, bis Gott mich befähigte, mich richtig zu verhalten. Ich suchte Gott nicht nur ein bisschen. Ich sagte nicht, Gott, hilf mir zu vergeben. Es war mir wirklich ernst. Ich war fest entschlossen. Es war lebenswichtig für mich. Und wenn ihr so handelt, werdet ihr Erfolg haben. Hört mir jemand zu? Wie spricht Gott nun zu uns? Wie wissen wir, dass er etwas sagt, wenn wir ihn suchen? Nun, als erstes schenkt er euch vielleicht einfach den Glauben, den ihr braucht, um etwas durchzustehen. Ich glaube nicht, dass wir uns darüber im Klaren sind, wie oft Gott in unserem Leben wirkt, indem er uns einfach die Gabe des Glaubens schenkt, die uns angesichts eines Problems befähigt zu sagen, ich kann damit umgehen, ich schaffe das. Dave und ich haben die Gabe des Glaubens, was unsere Arbeit betrifft. Wenn ich euch sagen würde, wie viel Geld wir jeden Monat brauchen, um die Rechnungen für dieses Werk zu bezahlen, würde euch der Unterkiefer herunterklappen. Bis hier. Aber wisst ihr was? Wir machen uns keine Sorgen darüber, weil wir die Gabe des Glaubens haben. Da gibt es keinen Stress und keine Anspannung. Wir tun das, weil wir glauben, dass Gott es will. Und wenn er seine Meinung je ändert und uns das Geld ausgeht, werde ich meine Enkel auf den Knien schaukeln. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, um etwas Bestimmtes in eurem Leben zu erreichen. Solange es dem Willen Gottes entspricht und ihr treu euren Teil tut, wird Gott auch seinen Teil dazu tun. Es gibt viele Bereiche in eurem Leben, in denen ihr die Gabe des Glaubens habt. Aber oft erkennt ihr sie gar nicht. Manchmal befähigt Gott euch zu etwas, das für eine andere Person fast unmöglich wäre. Ich bekomme oft mit, in welchen Situationen andere Menschen stecken. Ich kenne eine Frau, die gerade große Schwierigkeiten mit einem ihrer Kinder hat, aber es ist erstaunlich, welche Gnade auf ihr liegt. Sie erlebt Gottes Gnade. Ich meine, sie ist glücklich, sie hat Frieden, sie sagt, das ist die Entscheidung meines Kindes. Ich glaube, dass Gott sich darum kümmert. Wenn mein Kind nicht auf Gott hört, hört es auch nicht auf mich. Es ergibt keinen Sinn, wenn ich deshalb mein Leben ruiniere. Das ist die Gnade Gottes. Sucht Gott und er wird zu euch sprechen. Vielleicht wird er euch nicht von etwas befreien, aber möglicherweise spricht er zu euch, indem er euch die Gabe des Glaubens gibt, die euch hilft, die Sache durchzustehen. Oder? Viele von euch gehen gerade durch schwierige Zeiten, aber Gott schenkt euch die Gnade, sie auszuhalten. Menschen sagen häufig zu mir, ich weiß nicht, wie du das schaffst. Und ich beobachte andere Leute und denke, ich weiß nicht, wie sie das schaffen. Gott befähigt uns dazu. Wenn ihr mit der Frage zu Gott geht, was ihr tun sollt und was nicht, werdet ihr Frieden empfangen. Sucht den Frieden. Fehlt euch der Friede in Bezug auf etwas, dann lasst es bleiben. Gott kann offene Türen schenken und Begegnungen. Es begeistert mich, wenn Gott Begegnungen schenkt, in denen man zur rechten Zeit die richtige Person trifft, die Fähigkeit hat, die passende Tür zu öffnen. Das ist Gott. Ihr habt ihn gesucht und er hat euch geantwortet. Wenn wir beten, werden unsere Schritte vom Herrn gelenkt.
Vielleicht haben wir vor, nach rechts zu gehen und aus irgendeinem Grund beschließen wir ganz plötzlich, doch nach links zu gehen. Und Gott bewahrt uns vor etwas, das uns viele Probleme bereitet hätte. Ich glaube, wenn wir beten, werden wir oft von Gott geführt, ohne es überhaupt zu merken. Vielleicht gewöhnen wir uns so sehr an das Wunderbare, dass es irgendwann uns ganz natürlich erscheint und wir gar nicht mehr erkennen, was da vor sich geht. Eines Tages fragte ich den Herrn, warum er nicht mehr so begeisternde Dinge tat wie ganz am Anfang meiner Beziehung mit ihm. Damals schien mir viel mehr Übernatürliches und Wunderbares zu passieren. Und ich weiß noch genau, was Gott mir antwortete, Joyce. Ich tue heute dasselbe wie damals. Du hast dich mittlerweile nur daran gewöhnt. Erinnert sich jemand von euch noch an das erste Mal, als Gott ganz persönlich zu euch gesprochen hat? Wisst ihr das noch? War das nicht total aufregend? Jetzt passiert es ständig. Wenn ihr betet und Gott sucht, wird er eure Schritte lenken. Er wird Vorkehrungen für euch treffen. Er wird euch Gunst schenken und für euch sorgen. Er kümmert sich um jeden eurer Schritte. Manchmal seid ihr aufgrund eurer Umstände gezwungen, euch zu entscheiden, entweder das eine oder das andere zu tun. Manchmal leitet Gott uns durch unsere Umstände. Und wenn meine Umstände mir keine Wahl lassen, kann ich sagen, gut, das muss der Weg sein, von dem Gott möchte, dass ich ihn gehe. Das muss die Art und Weise sein, wie er das tun will. Mir war das nicht bewusst, bis ich versuchte, wieder einmal nach Indien zu reisen. Ich bin schon circa 12 Mal dort gewesen. Im Laufe von 20 Jahren haben wir in Indien einen großen Bürokomplex mit 200 Angestellten aufgebaut. Wir haben also viel in dieses schöne Land und die schönen Menschen investiert. Aber als mein Visum zuletzt beantragt wurde, erhielten wir die Information, dass ich nach unserer letzten Veranstaltung in Kalkutta auf die schwarze Liste gesetzt worden war. Wisst ihr, das ist eine Art Ehre. Ich erzählte das einem Mann und der sagte, weiter so, Mädel. Wenn man einer ganzen Nation das Evangelium predigt, obwohl man nur eine einfache Frau aus Fenton ist, ist das nicht schlecht. Aber wir wussten, dass Gott uns Gelingen schenken würde, wenn er wollte, dass ich dorthin reiste. Schließlich halfen uns ein paar Leute. Sogar Gandhis Enkelin war daran beteiligt und sorgte dafür, dass mein Name von der Liste genommen wurde. Und so bekam ich schließlich ein Visum. Aber diesmal dauerte es 2,5 Stunden, bis wir die Einreiseformalitäten erledigt hatten. Sie wollten immer noch nicht mich einreisen lassen. Ich hatte ein besonderes Visum und sie weigerten sich, es anzuerkennen. Das war an einem Samstag und sie konnten die zuständigen Beamten nicht finden. So saßen wir 2,5 Stunden herum, während die Beamten hin und her rannten. Aber ich blieb einfach ruhig. Ich dachte, wenn Gott mich in diesem Land haben will, wird er die Tür öffnen. Und wenn nicht, steige ich wieder ins Flugzeug und fliege nach Hause. Ihr fragt mich, ob ich nicht anfing, den Teufel zurechtzuweisen. Soll ich euch sagen, wie wir dem Teufel widerstehen können? Indem wir beständig einen Fuß vor den anderen setzen. Ich glaube, die beste Möglichkeit, dem Teufel zu widerstehen, besteht darin zu sagen, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Ich habe den Teufel jahrelang angeschrien und hatte trotzdem noch Probleme. Aber inzwischen habe ich gelernt, dass Gott unsere Schlachten schlägt, wenn wir bestimmte Dinge tun. Wir müssen Gott suchen und wir sollen uns weigern, aufzugeben, es sei denn, Gott schließt eine Tür so nachdrücklich, dass wir sicher sein können, dass dieser Weg nicht seinem Willen entspricht. Ist das der Fall? Hält Gott etwas anderes für euch bereit? Jedes Mal, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Vielleicht seid ihr gerade an einem Punkt in eurem Leben, an dem ihr das Gefühl habt, dass sich alle Türen schließen. Seid nicht traurig, denn wenn Gott mit einer Sache fertig ist, beginnt er mit der nächsten und die ist immer besser als die vorher. Das Nächste, was Gott in eurem Leben tut, ist immer besser als das, was er zuvor getan hat. Hört auf, über die guten alten Tage zu reden. Vor euch liegen viele gute neue Tage. Gott spricht durch eine innere Überzeugung zu uns, durch eine leise, kleine Stimme. Er spricht durch Weisheit. Wenn ihr betet und Gott sucht, wird er zu euch sprechen. Vielleicht habt ihr das Gefühl, nichts von Gott zu hören.
dann fangt an, in der Bibel zu lesen. Der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft, die sich auf das Wort Gottes gründet. Wenn ihr die Bibel studiert, werdet ihr beginnen, Gottes Stimmen zu hören. Ihr werdet ihn durch sein Wort hören und durch seinen Geist und durch die Weisheit. Gott wird euch führen und leiten. Das ist eins eurer Vorrechte als Menschen, die eine enge, vertraute Beziehung mit Gott haben können. Ihr müsst nicht in ständiger Unsicherheit darüber leben, was ihr tun sollt. Gott wird euch führen und anleiten. Ich spreche zu euch. Er wird euch führen und anleiten. Ihr müsst ihn ehren, indem ihr zuerst zu ihm geht und ihn sucht, wenn ihr Antworten braucht. Geht zu niemandem, bevor ihr Gott gesucht habt. Wenn er euch sagt, dass ihr woanders hingehen sollt, dann tut es und er wird es segnen, aber geht zuerst zu ihm. Freuen Sie sich, wenn Gott ihre Schlachten für Sie schlägt? Ich bin es leid, meine Kämpfe selbst auszufechten. Es ist mir viel lieber, wenn Gott das für mich tut. Und im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass es viel besser funktioniert, wenn ich in einer engen Beziehung mit Gott bleibe. Jesus starb nicht, damit wir eine Religion und viele Regeln haben, die uns letztendlich nur frustrieren, weil es uns nicht gelingt, sie zu befolgen. Er starb, damit wir durch ihn eine innige Beziehung zu Gott haben können. Und wir müssen uns auf diese Beziehung konzentrieren. Wenn Sie das tun, werden Sie feststellen, dass Gott sich auch um alle anderen Dinge kümmert. Ich bin hier in Sri Lanka und neben mir stehen medizinische Fachkräfte, die ehrenamtlich ihre Zeit zur Verfügung stellen, um Menschen in Not zu helfen. Wenn Sie einen medizinischen Beruf haben, Arzt, Zahnarzt, Krankenpfleger, Apotheker, Chiropraktiker, dann überlegen Sie doch einmal, ob auch Sie ehrenamtlich Menschen helfen wollen, die sonst keine Hilfe bekommen würden. Was meint ihr? Ist das eine gute Sache? Ja. Fragen? Rufen Sie an. Wir sind für Sie da. Schon gewusst? Das Joyce Meyer Magazin für zu Hause gibt's kostenlos. Für eine entspannte Zeit auf dem Sofa mit vielen wertvollen Impulsen. Jetzt bestellen! Zwei Meinungen, ein Streit. Und am Ende gibt es nur Verlierer. Schade drum. Es geht auch anders. Verschwenden Sie Ihre Energie nicht länger mit endlosen Streitereien. Diese DVD von Joyce Meyer zeigt einen anderen Weg. Kein Streit mehr. Bestellen Sie die DVD Kein Streit mehr jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.